Nacht, ciao. Nacht. Ja. Gehen wir noch einen Trinker? Nee, ich bin müde, ich gehe nach Hause. Ich komm noch mit. Ich gehe jetzt. Gute Nacht. Gutes Geschäft heute? Es geht. Nicht gerade überragend. Aber du bist doch nicht unzufrieden, oder? Nein, das bin ich nicht. Dazu hast du auch keinen Grund. Meiner Meinung nach geht es dir nämlich glänzend. Was soll denn das Gerede? Es stört dich doch nicht, wenn man über dich nachdenkt. Tust du das? Schon eine ganze Weile. Ich studiere dich. Ich bin immer auf der Suche nach Leuten, von denen man was lernen kann. Willst du mir nicht sagen, was mit dir los ist? Nein. Was nein? Nicht der Rede wert. Oder sagen wir mal so, nicht interessant für dich. Dann halt mich nicht auf. Verschwinde. Bist du fertig, Joe? In diesem Moment. Nimm ihn bloß mit, der regt mich auf. Du regst ihn auf? Ich weiß auch nicht warum. Komm, wir gehen. Schade. War eigentlich ganz hübsch hier. Was mache ich ohne Musik? Hast du ihm gesagt, dass du aufhörst? Das muss ich ihm nicht sagen. Was soll denn das? Was machst du denn da? Schon gut, reg dich nicht auf. Das ist eine Top-Melodie. Ich nehme noch ein Ohrvoll mit nach Hause, das ist alles. Du kannst abschließen, der Schauplatz ist leer. Mein Gott, der arme Junge. Joe, meinst du nicht, dass wir Frag mich jetzt bitte nicht, ob es richtig ist. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Wo ist das Taxi? Da kommt's gerade. Habt ihr ihn gesehen? Ja, er steht da drüben. Ich frage mich, ob das nicht alles falsch ist. Ach, falsch ist alles oder gar nichts. Jetzt fahr! Na, das seid ihr ja. Abend, Maria. Noch was zu essen? Danke, wir haben keinen Hunger. Wie spät ist es denn? 2:30, aber die Küche ist noch auf. Danke.
Wer sind Sie? Wo kommen Sie denn her? Wie sind Sie da reingekommen? Dann reden Sie doch, Mensch! Hier 1404 an Zentrale, ich habe hier ein Problem. Was für ein Problem? Ich war am Standplatz Jakobinerstraße und bin in die Meisinger 13 gerufen worden. Das ist eine Diskothek. Und die hat jetzt zu und da rührt sich keiner. Ich habe geklingelt und geklopft. Da haben Sie die Adresse falsch verstanden. Na, darum geht's nicht. In dem Lokal ist geschossen worden. Das meine ich. Da hat jemand geschossen. Was mache ich da jetzt? Lassen Sie mich rein, ich bin angerufen worden. Der da erschossen worden ist, ist mein Bruder. Das tut mir leid für Sie, aber Sie können jetzt nicht rein, vorerst nicht. Wer hat hier was zu sagen? Ich, mein Name ist Derrick, Kriminaloberinspektor. Was ist passiert? Wer hat ihn erschossen? Was haben Sie festgestellt? Ach, das sind eine ganze Menge Fragen auf einmal. Moment mal, Sie sind der Taxifahrer. Sie haben den Schuss gehört? Ja, ziemlich deutlich sogar. Erst habe ich nicht gewusst, dass es ein Schuss ist. Und dann habe ich es mir aber gedacht und wollte keinen Fehler machen. Hab die Zentrale angerufen und die hat dann Sie verständigt. Und ich sage Ihnen, da verstehe ich was nicht. Mein Bruder soll ein Taxi bestellt haben. Er hat doch einen Wagen. Warum soll er ein Taxi nehmen? Warum sollte er nicht? Da gibt's ja viele Gründe. Wie ist das Taxi bestellt worden? Über Telefon am Jakobinerstandplatz. Wer hat angerufen? Ein Mann. Der sagte, Jansson, Meisinger 13, die Diskothek. Nichts sonst? Nein, nichts sonst. Ich brauche ja auch nicht mehr. Bin gleich losgefahren und war ganz schön sauer. Ich stehe hier vor der Tür und alles zu, alles dunkel. Ja, und dann höre ich dieses Geräusch, den Schuss. Wenn Sie den Schuss gehört haben, dann müssen Sie den Mörder doch gesehen haben. Der muss doch rausgekommen sein. Ja, durch das Fenster, durch das er eingestiegen war. Und dann ist er durch die Einfahrt raus auf die Straße. Sie haben ihn nicht gesehen. Nein. Die Zentrale hat mir gesagt, ich soll da bleiben und warten, bis die Polizei kommt. Was ich auch gemacht habe. Ungern gemacht habe. Mir war ja klar, dass da womöglich ein Mörder im Haus ist. Aber ich habe niemanden gesehen. Den Hof will ich sehen. Da muss auch der Wagen stehen. Das ist ein Wagen, da steht er ja. Warum soll er ein Taxi nehmen? Deswegen vielleicht. Er hat einen Platten. Und da wird er noch einen Reifen wechseln können. Na, vielleicht war ihm das zu mühsam mitten in der Nacht. Von da ist er rein? Ja, da ist er rein. Ach, verzeihen Sie bitte. Verzeihen Sie mal. Dass jemand erschossen worden, habe ich gehört. Ja, der Besitzer der Diskothek hier. Haben Sie irgendwas gehört oder gesehen? Gehört und gesehen. Was haben Sie gesehen? Den jungen Mann, wie er einstieg. Sie haben also jemanden einsteigen sehen durch das Fenster da? Ja, zufälligerweise. Ich hörte ein Geräusch und dann ein Scheppern von Glas. Und dachte, nanu, dachte ich, schlägt da jemand ein Fenster ein? Und so war's.
Jemand schlug ein Fenster ein und stieg ein. Und das haben Sie alles gesehen? Natürlich habe ich das gesehen, wie er reinstieg und wie er rauskam. Ein junger Mann, das machte dem gar nichts aus, der hüpfte da raus und rein wie ein Wiesel. Können Sie den Mann beschreiben? Bin ich blind? Natürlich kann ich den beschreiben. Na, dann kommen Sie mal mit rein. Wie sah der Mann aus, den Sie gesehen haben? Sofort, sofort. Kann ich ihn mal sehen? Wen wollen Sie sehen? Den Toten. Ich kenne den Mann ja, kenne ihn ziemlich gut. Ich habe mich oft genug beschwert. Dieser Lärm, wissen Sie, dieser Lärm, den diese Leute Musik nennen. Er hat mich rausgeworfen. Mit Worten, die ich nicht wiedergeben kann. Kein feiner Mann, der da erschossen wurde. Kann ich ihn mal sehen? Nein, das können Sie nicht. Wie sah er aus? Es war ein junger Mann. Wie alt etwa? Ja, so wie alt mag er gewesen sein. So alt wie der da, ungefähr so alt. Wie alt sind Sie? 25. Ja, so alt mag er gewesen sein. Mittelgroß, schlank, lange blonde Haare. Dann darf ich fortsetzen. Das Gesicht schmal, hohe Backenknochen. Die Gesichtsfarbe ziemlich blass, fast weiß, lange, schmale Finger. Donnerwetter. Und wen beschreiben Sie da so detailliert? Seinen Diskjockey, Joe. Joe Mahler. Der hat meinen Bruder bis aufs Blut gehasst. Was? Erschossen? Ist ja unfassbar. Wie denn? Wann denn? Ich? Ja, selbstverständlich. Wenn meine Anwesenheit gewünscht wird, ich komme sofort. In 20 Minuten. Ich habe das Telefon gehört. Wer ruft denn da an so spät in der Nacht? Die Polizei. Mein Chef ist gerade ermordet worden. Was? Ermordet? Ja, ich soll mal hinkommen. Sie werden irgendwas wollen. Ich habe nicht näher gefahren. Also deine Mutter und ich haben das nie gut gefunden, dass du in einer solchen Umgebung arbeitest. Das ist doch auf sinnlose Weise Zeitvertrieb. Aber Vater, die vertreiben wir uns doch alle irgendwie. Die eine Art mag besser sein als die andere. Aber wer weiß das so genau, hm? Mach dir keine Sorgen. Die Welt verliert nicht viel an dem Mann. Guten Abend. Mein Name ist Mahler. Ich wurde gebeten, herzukommen. Bitte bleiben Sie stehen und drehen Sie sich mal um. Nein, da war es nicht. Sind Sie ganz sicher? Ich meine hundertprozentig sicher. Ich sage doch, der war es nicht und dazu stehe ich. Sie werden doch nicht bezweifeln, was ich sage. Aber nein, wenn Sie sagen, dass Sie absolut sicher sind, dann glauben wir es Ihnen auch. Ich kann sehr gut Leute voneinander unterscheiden. Ja, das glauben wir Ihnen. Jetzt kommen Sie bitte, Herr Winter. Ich muss noch Ihre Personalien aufnehmen. Um was geht es denn? Sie sehen mich ganz erschüttert. Ich sehe Sie nicht erschüttert. Was hier passiert ist, das erschüttert Sie doch nicht. Im Gegenteil. Mein Bruder tot, das erfüllt Sie doch mit Befriedigung. Die ich Ihnen ansehe, ich sehe Sie Ihnen an. Er hat ein bisschen recht. Freunde waren wir nicht. Wir waren gegensätzliche Naturen. Wir wurden es im Laufe der Zeit immer mehr. Gehasst haben Sie. Habe ich das? Ja, das haben Sie. Leugnen Sie es nicht. Ich leugne es ja gar nicht. Sie hören, er leugnet es nicht. Sagen Sie mal, Sie wollen nicht etwas zur Polizei? Ich meine, weil Sie dauernd Fragen stellen. Wo waren Sie heute Nacht gegen 1:30? Gegen 1:30 wurde er da erschossen? Hier stellt er auch Fragen. Ja, wahrscheinlich. Also, wo waren Sie? Ich gebe Ihnen gern alle Auskünfte, die Sie brauchen. Ja, das will ich hoffen. Um 1 Uhr machten wir Schluss. Müssen wir Schluss machen, wegen der Anwohner, die sich belästigt fühlen. Ich habe mich von ihm, von Ihrem Bruder, noch verabschiedet. Ich fragte ihn, wie er sich fühle. Er sagte glänzend, ausgezeichnet, wozu ich ihn beglückwünscht habe. Dann wurde ich von meiner Freundin abgeholt. Wir verließen beide das Lokal und waren um 1:30 in einem anderen Lokal, in dem wir gut bekannt sind, viele Freunde haben, die uns alle gesehen haben um 1:30 als... Wie viele Schüsse sind eigentlich gefallen? Einer. Ein einziger. Ein einziger? Das zeugt von Kaltblütigkeit. Ist irgendetwas gestohlen worden? Nein. Die Tageseinnahme, das Geld? Alles vorhanden. Der Täter wird andere Gründe gehabt haben. Er muss andere Gründe gehabt haben. Die Frage ist nur, welche? Was meinen Sie? Er ist der Bruder. Sie haben ihn genau gekannt. Sie haben zusammen gewohnt. Sie haben zusammen gelebt. Also, was für Gründe könnte jemand haben, ihn zu töten? Wenn ich Ihnen einen Rat geben darf, dann untersuchen Sie das Leben mal, was der Tote geführt hat, als er noch lebendig war. Da müssen die Gründe liegen. Meinen Sie nicht auch?
Ist doch ein ganz vernünftiger Vorschlag, den ich da gemacht habe. Was meinen Sie? Vorläufig meine ich überhaupt nichts. Wir mit Ihnen allein sprechen. Kommen Sie bitte mit. Na gut, Sie sind Diskjockey. Aber das ist doch nicht Ihr Beruf. Nein, ich studiere Biologie. Die Musik ist mein Hobby. Setzen Sie sich. Und wie lange sind Sie schon in der Diskothek? Seit einem Jahr. Und so lange kennen Sie natürlich auch den Besitzer, Herrn Jansson. Ja. Sie mochten ihn nicht. Nein, überhaupt nicht. Möglicherweise spielt das ja keine Rolle, ob ein Mensch für die Gemeinschaft von Nutzen ist. Aber wenn Sie danach fragen würden, dieser Mensch hatte keinen. So. Sie haben für Ihre Abneigung sicher Gründe. Braucht man Gründe, wenn man einen Menschen nicht mag? Der Mann hatte keinen Charakter, keine Moral. Ich will das nicht überbewerten, aber ein bisschen davon. Sollte man das nicht haben, nur ein bisschen. Kommt man aus, ganz ohne? Nee, möchte jetzt nicht philosophieren. Also, was werfen Sie ihm vor, konkret? Machen Sie doch den Deckel auf. Alles gut gelaufen? Ja. Das Erste, was Sie sagten, war: Bleiben Sie stehen, drehen Sie sich um. Sag mal, was ist mit dem Mann aus dem Hinterhaus? Ja, deswegen bin ich ja da. Der hat Konrad gesehen, wie er eingestiegen ist. Und wie er wieder rauskam. Der hat auch den Schuss gehört. Hat er eine Beschreibung gegeben? Ja. Wo ist Konrad jetzt? Zu Hause. Wie fühlt er sich? Ich weiß es nicht. Hat ihn nachher noch irgendjemand gesehen? Ja, Irmgard. Du sollst sie zu Hause anrufen. Immer geht das Telefon. Wer ruft denn da schon wieder an? Das werden wir gleich wissen. Ja, bitte? Ich will dir nur sagen, wovon ich überzeugt bin. Du hast mit dem Mord zu tun. Ich habe es dir angesehen, als du hereingekommen bist. Ich wusste, der war's. Und wenn du es nicht selbst warst, dann hast du jemanden gefunden, der es für dich getan hat. Gib's doch zu! Was für Unterstellungen. Sie sind aufgeregt. Ich tue Ihnen sicher einen Gefallen, wenn ich Sie nicht ernst nehme. Ich will wissen, was du der Polizei gesagt hast. Gar nichts. Die Polizei wird das tun, was ganz normal ist. Man wird sich um das Leben kümmern, das er geführt hat. Das ist doch logisch und ganz leicht einzusehen. Ich habe dem Polizisten allerdings gesagt, ja, tun Sie das mal. Diese Aussagen müssen noch überprüft werden. Mhm. Danke dir. Worüber denkst du nach? Dieser Diskjockey. Weißt du, es gibt Leute, die quasseln und quasseln und im Nachhinein verliert jedes Wort seine Bedeutung. Da ist es umgekehrt. Jedes Wort bekommt seine Bedeutung erst im Nachhinein. Und welche? Ja, das weiß ich nicht. Aber irgendetwas bleibt eben hängen. Thank you.
dass du nochmal gekommen bist. Na, ist doch klar. Ich wollte nur sehen, ob ist alles in Ordnung? Alles in Ordnung. Es ging viel leichter, als ich dachte. Eine Schwelle, über die man musste. Logisch, wir haben uns ja vorher darüber unterhalten, aber ja, ich dachte nicht, dass es so leicht gehen werde. Irgendwie war es vergleichbar mit einem Traum. Versteh mich richtig. Ja, ich verstehe dich schon. Ich meine, die Realität, die verlor sich ein bisschen. Für eine Sekunde war sie einfach nicht da. Setz dich doch. Willst du was trinken? Nein, danke. Kein Alkohol, vor allem du nicht. Jetzt ist es ja vorbei. Konrad, es hat dich jemand gesehen, wie du eingestiegen bist, auch wie du wieder herauskamst. Mit der Beschreibung kann niemand was anfangen. Aber wenn der Mann dir gegenüberstehen würde, würde er vielleicht sagen, der da. Ich habe niemanden gesehen. Es macht dir niemand einen Vorwurf. Vor Zufällen ist man nie sicher. Muss ich irgendwas tun? Gar nichts musst du tun. Es darf nur niemand merken, dass du in irgendeiner Verbindung stehst zu mir und zu den anderen. Du kommst in Quarantäne. Wie das klingt, als sei ich krank. Ein bisschen bist du es ja. Ich bin doch nicht krank. Nein, aber irgendwo gibt es doch eine Ansteckungsgefahr. Ach so. Ja, ich verstehe schon. Aber ich habe alles richtig gemacht. Ja, Konrad. Ja. Ich meine, darauf kommt es doch an. Das war es doch, was wir wollten. Das alles perfekt über die Bühne geht. Ja? Ja. Ich war bei Ihnen zu Hause. Ihr Vater hat mir gesagt, wo ich Sie finden kann. Und da habe ich mich einfach hierher gestellt. Da haben Sie eine Stecknadel mitten im Heuhaufen gefunden. Das ist mein Beruf. Das ist Irmgard. Irmgard Schneider. Sie war es übrigens, die mich gestern Abend abgeholt hat. Ah ja. Guten Tag, Frau Schneider. Guten Tag. Warum warten Sie hier auf mich? Gibt es Neuigkeiten? Ja, wissen Sie, der Bruder des Toten, der hat eine wilde Anklage gegen Sie losgelassen. Ja, neuerdings? Nö, nicht neuerdings. Wäre auch seltsam. Warum wäre das seltsam? Naja, der Mann war doch nicht Herr seiner selbst. Ich denke mir, der wird doch inzwischen seinen Verstand wiedergefunden haben. Naja, also seine Vorwürfe waren immerhin ziemlich massiv. Es geht mir um die Überprüfung Ihres Alibis. Aha. Da ist es. Was studieren Sie, Fräulein Schneider? Auch Biologie? Ja. Ein schönes Studium? Es ist Beschäftigung mit dem Leben. Hört sich gut an. Beschäftigung mit dem Leben. Was stört Sie daran? Nichts. Gar nichts. Sie haben also Herrn Mahler gestern Abend abgeholt? Ja, um 10:50. Das wissen Sie so genau, die Uhrzeit? Ja. Haben Sie auf die Uhr gesehen? Ja. Und dann sind Sie zusammen weggegangen? Ja. Um 2:30 waren wir bei Maria. Das ist ein Lokal in Schwabing, es heißt Die Bude. Und wer ist diese Maria? Die Wirtin. Aber es können auch noch andere Leute bezeugen, dass wir um 2:30 in dem Lokal waren. Wenn Sie die Namen wissen wollen? Ja, das möchte ich gern. Sie sind befreundet mit Herrn Mahler? Ja. Sind Sie sehr enge Freunde? Ja, gute Freunde. Ja, dann wissen Sie doch sicher, warum Ihr Freund den Herrn Jansson nicht mochte. Ich, das
Das weiß ich nicht. Sie haben den Toten doch auch gekannt. Ja. Mochten Sie ihn? Nein. Nein, nein, den mochte ich nicht. Ja, warum denn nicht? Warum tun Sie nicht, was Joe Marler Ihnen gesagt hat? Er hat gesagt, überprüfen Sie doch das Leben, das dieser Mann geführt hat. Wenn wir Sie fragen, dann tun wir das ja. Dazu möchte ich nichts sagen. Also hätten Sie was dazu zu sagen? Ich nicht. Ich nicht. Da gibt es genug Leute, die Ihnen dazu etwas sagen können. Also hören Sie mal... Moment mal, Harry. Junger Mann, 25 Jahre alt, mittelgroß, schlank. Lange blonde Haare. Kennen Sie jemanden, auf den diese Beschreibung zutrifft? Nein. Keine Erinnerung an ein Gesicht, das Sie kennen? Nein. Guten Tag, Frau Vollmer. Guten Tag, Herr Mahler. Ist Konrad oben? Kann ich mal hoch zu Ihnen? Ja, ja, natürlich. Sehen Sie nur. Ach, bitte einen Moment noch. Warum ist Konrad nicht zur Universität heute? Er ist den ganzen Tag in seinem Zimmer oben. Und sein Essen hat er stehen lassen. Er hat nichts gegessen heute? Nein. Ich frage mich schon, ob er krank ist. Ist er krank? Mir sagt er ja nichts. Nein, ich glaube nicht, dass er krank ist. Waren Sie mit ihm zusammen gestern? Ja. Aber mir kam er ganz normal vor. Ach, dann ist es die Unruhe. Die allgemeine Unruhe für die Prüfung. Ja, sicherlich. Joe! Ich hab gehofft, dass du kommst. Gott sei Dank. Du, ich konnte heute Morgen einfach nicht aus dem Haus gehen. Habt ihr mich vermisst? Aber ich hatte plötzlich Angst, Menschen zu sehen oder ja, mich ansehen zu lassen. Oder du hast nichts gegessen heute? Nein, ich... Komisch, was? Einfach kein Hunger. Konrad, ich muss dir was sagen. Irmgard wurde von der Polizei vernommen. Es ging um ein Alibi und dabei haben sie ihr auch eine Beschreibung von dir gegeben. Wollten wissen, ob sie so jemanden kennt. Und? Natürlich hat sie gewusst, wen sie da meinten. Aber sie hat dich gehalten. Gut. Meinst du, sie kommen noch dahinter? Ich glaube nicht. Ich sag's dir nur, weil du alles wissen sollst, was dich betrifft. Guten Tag. Guten Tag. Wo finde ich Herrn Rolf Heckel? Da kommt er gerade. Guten Tag, Herr Heckel. Guten Tag. Kriminalpolizei, werde ich nochmal gebraucht? Fangen Sie Ihren Dienst jetzt an? Nein, ich habe Feierabend für heute. Dann haben Sie ein bisschen Zeit. Kommen Sie. Wissen Sie, da gibt's eine Sache, mit der ich nicht zu Rande komme. Mit der Sie nicht zu Rande kommen? Wohin fahren Sie denn? In die Diskothek. In die Diskothek? Aber die hat noch nicht auf. Die macht erst... Ja, die macht erst um 8 auf, ich weiß. Also die Sache, mit der ich nicht zu Rande komme. Jansson, der dann ermordet wurde, bestellte ein Taxi. Weil an seinem Auto ein Reifen zerstochen wurde. Die Frage ist doch, wer tut das? Und warum? Der Mann war nicht sehr beliebt, er hat eine Menge Feinde gehabt. Woher wissen Sie das? Woher ich das weiß? Ist das gestern Abend nicht zur Sprache gekommen, dass der Mann nicht sehr beliebt war? Sie haben den Toten nicht gekannt? Nein. Sie selbst haben die Diskothek nie besucht? Doch, ich war mal da. Waren Sie öfter da? Nein, das wäre zu viel gesagt. Hin und wieder mal. Ja, und nun meine Überlegung.
Warum wird der Reifen zerstochen? Zweifellos doch aus Absicht. Aus Absicht, diesen Mann zu ärgern? Naja, das ist möglich. Vielleicht aber auch mit der Absicht, ihn daran zu hindern, wegfahren zu können. So dass er ein Taxi nehmen muss. Aha, ah, ja, ja, ich verstehe. Aber wer sollte daran interessiert sein, dass er ein Taxi nehmen muss? Ja, das ist es ja gerade. Darauf habe ich noch keine Antwort. Aber Sie fahren doch Taxi, nicht? Ja. Im Nebenberuf? Ja. Was machen Sie denn hauptberuflich? Ich studiere. Biologie? Nein, nein. Nicht Biologie? Nein, Geschichte. Aha. Sagen Sie, wenn Sie studieren, dann kennen Sie vielleicht Joe oder Joe Mahler nicht nur als Diskjockey, auch als Kommilitone? Nein, nicht direkt. Ah, keine direkte Bekanntschaft? Nein. Das wäre ein Wunder. Wie viele Studenten hatten München? Waren Sie mal 30.000 oder mehr? Ich weiß es nicht. Ja, aber manchmal gibt's ja Wunder. Guten Tag. Ich habe eine Frage an Sie. Guten Tag. Dieser Herr ist der Taxifahrer von gestern Nacht. War er hin und wieder auch mal Gast in diesem Lokal? Weiß ich nicht. Kann ich mich nicht erinnern. So. Na, danke. Ja, das wär's. Es kann durchaus sein, dass wir uns noch mal unterhalten müssen. Gut. Wiedersehen. Wiederschauen. Ach, übrigens, Ihr Bruder ist vorbestraft, Herr Jansson. Ist mir alles schon vorgebetet worden. Ich habe Ihrem Kollegen schon gesagt, ich auch. Ich habe auch mal gesessen. Wird einem das immer wieder vorgehalten? Nein, nein, das nicht, aber uns ist die Art der Delikte aufgefallen. Es handelte sich immer um Betrug, Unterschlagung, betrügerischen Bankrott. Klassische Delikte, für den der schnell reich werden will und der keine Rücksicht nimmt. Was hat das mit diesem Fall zu tun? Ist der Ermordete schuldig? Davon kann gar keine Rede sein. Wir suchen das Motiv. Und wir suchen es überall. Tun Sie das. Aber lassen Sie sich nichts einreden. Na, wer sollte uns was einreden? Wer? Kommt doch nur einer in Frage. Ja, und warum? Warum kommt nur er in Frage? Was wirft Joe Mahler Ihrem Bruder eigentlich vor? Weiß ich nicht. Was fragen Sie mich? Tag. Störch. Mein Name ist Milov. Bin herbestellt worden. Nein, nein, kommen Sie nur. Unser neuer Diskjockey. Tag. Sie wollen aufmachen heute Abend? Tag. Was denn sonst? Ganz im Sinne meines Bruders. Seien Sie ganz unbesorgt. Kommen Sie, sind Sie mit der Anlage vertraut? Sie erlauben doch. Ja. Ich war bei dem zu Hause. Da ist der totale Reichtum ausgebrochen. Ganz schöne Karriere für arme Leute, die Sie vor einem Jahr noch waren. Wir haben uns gestern Abend gesehen, zusammen mit der Polizei. Guten Tag, Herr Winter. Guten Tag. Dürften wir mal reinkommen? Wir hätten Sie gerne mal gesprochen. Ja, ja. Bitte. Also jetzt muss ich mal nachdenken, wann ich das letzte Mal Besuch gehabt habe. Das ist schon lange, lange her. Aber bitte, wollen Sie mich Platz nehmen? Wohnen Sie denn alleine hier? Nee, ja, allein. Meine Frau ist schon vor Jahren von mir gegangen, seitdem bin ich allein. Der Herrgott will mich noch nicht. Ist das das Fenster, durch das Sie den Täter gesehen haben? Ja, das ist das Fenster. Das ist eine ganz schöne Entfernung zum Hof runter. Und wenn man bedenkt, nachts. Wie gut sehen Sie denn, Herr Winter? Alles lässt nach im Alter. Alles. Auch die Augen. Ja, ich möchte Ihnen so gerne etwas anbieten, aber es tut mir leid, ich habe nichts. Eine Tasse Kaffee? Wie wär's denn damit? Ja. Das dauert allerdings eine Weile. Die Küche ist nicht aufgeräumt. Oh, ich helfe Ihnen. Nach langer Zeit trinke ich meinen Kaffee mal wieder in Gesellschaft. Und jetzt sage ich Ihnen etwas. Er schmeckt besser in Gesellschaft. Alles ist besser in Gesellschaft. Ja, gehen Sie denn nie aus? Oh. Wohin? Mit wem? Auch die Gesellschaft verliert sich im Alter. Vielleicht dürfen wir Sie mal einladen. Was?
Sie wollen mich einladen? Ja, warum denn nicht? Da kommen Sie mal raus hier. Das ist nicht schlecht, nicht schlecht. Fragt sich, ob der Vogel noch fliegen kann. Das ist gut, das ist sehr nett von Ihnen. Allein ist man nicht mehr unternehmungslustig genug. Also danke, besten Dank. Ich nehme die Einladung an. Gerne an. Aber nun sagen Sie mal, warum wollten Sie mich eigentlich sprechen? Warum läufst du auf und ab wie ein Tier? Ich höre dich. Sehe an die Decke und frage mich, wann wird er aufhören, so herumzurennen? Was tust du? Was ich tue? Was tut man, wenn man herumrennt? Man denkt nach. Ich denke nach. Nachdenken ist doch keine Beschäftigung, die jemanden stören kann. Worüber denkst du? Über Gott und die Welt, Mama! Damit hast du dir zu viel vorgenommen. Wahrscheinlich, Mama, sehr gut möglich. Ich glaube, du hast recht. Entschuldige. Hallo? Ja, wollt ihr nicht mit reinkommen? Nein, Konrad, wir haben den Mann besucht, der dich gesehen hat. Aber wir glauben, der ist ungefährlich. Er wird dich nicht wiedererkennen. Ja, dann sind wir einen ganzen Schritt weiter. Dann kann mir ja nichts mehr passieren. Ja, das will ich nicht sagen. Dieser Derrick ist überzeugt, dass Rolf und ich uns kennen. Wir müssen auf alles gefasst sein. So. Guten Abend, ich hoffe, wir stören nicht allzu sehr. Aber keineswegs. Sie können ganz offen sprechen. Das sind alles Freunde, die wissen, was passiert ist. Die wissen, was passiert ist? Ja, Sie haben es gehört, gelesen. Ich habe es Ihnen erzählt. Ah, ich verstehe, das sind alles Leute, die bezeugen können, dass Sie in der fraglichen Nacht um 1:30 hier waren. Ja, genau, die sind es. Keiner mehr, keiner weniger. Keiner mehr, keiner weniger. Können wir irgendwo miteinander sprechen? Ich meine, so, dass man sich auch versteht. Das muss ja nicht jeder mitkriegen, oder? Die Maria kann uns das Billardzimmer aufschließen. Maria? Darf ich mal die Namen haben? Ja, natürlich. Niemand, der was dagegen hätte. Gib dir mal die Ausweise. So, nun frag ich mal weiter. Alle Studenten? Ja. Biologie? Ja, Biologie. Und Geschichte? Sie kennen alle die Diskothek? Sie kennen mich. Und Sie wissen, dass ich abends Musik auflege. Da ist es doch nur logisch, dass Sie da sind. Sie reden wohl immer, wenn Sie nicht gefragt sind. Hm? Kennen Sie auch den Besitzer der Diskothek? Ja, wir kennen ihn alle. Er ließ sich ja jeden Abend sehen in seiner Diskothek. Ein Wolf, der seine Schäfchen zählt. Was meinen Sie damit? Kennen Sie die, die da hinkommen? Die meisten sind noch Kinder. Der Schatz der Nation. Wie mein zweites Zuhause. Da oben habe ich immer gestanden und habe heruntergeschaut. Ich kenne sie alle, die da kommen und tanzen wollen, sich bewegen wollen. Was wollen sie denn? Spüren, dass sie leben und wissen noch gar nicht, was das ist. Ich mag die Kinder hier. Ich mag sie. Wenn sie so wollen, ich liebe sie. Wie schön für sie. Hallo, Herr Kommissar, Sie hier? Was willst du noch hier? Was will ich wohl hier? Lassen Sie mich durch, ich will zu Händen. Ab hier hast du nichts mehr verloren. Wenn du nicht kapierst, was haben? Scheiße!
Hanson ist tot, er lebt nicht mehr. Lassen Sie sie laufen, sie hat nichts getan. Sie kann Ihnen auch nicht helfen. Ich sag Ihnen, wer sie ist. Ja, ist gut. Geh, lauf. So verschwinden sie, wie die Katzen im Dunkeln. Sie haben gesehen, was mit ihr los ist? Ja. 14, 15 und Heroin. Wollte sie das von dem Jansen, den es nicht mehr gibt? Sie hätte Ihnen das nicht gesagt. Ich sag's Ihnen. Ja. Und? Hätte sie es von ihm bekommen? Ja. Ist ja noch ein Kind. Ein Kind, was in der Hölle ist, ist kein Kind mehr. Es sieht nur noch so aus. Ich habe Ihnen eine Information gegeben. Kann ich jetzt gehen? Na ja, gehen Sie nun. Der Mann wäre nicht zu überführen gewesen. Wie denn? Von wem denn? Keine Chance, dem das Handwerk zu legen. Gar keine. Doch. Jemand hat eine gefunden. So. Dann wollen wir mal sehen, wohin er jetzt geht. Wo willst du denn hin? Wo ich hin will? Ich muss es doch loswerden, Joe! Ich muss es loswerden! Begreifst du nicht? Ich sag's jedem, der mir in die Quere kommt. Ich habe einen Menschen umgebracht. Was sagen Sie dazu? Was sagen Sie dazu? Einen Menschen getötet. Der Arzt ist bei ihm, er wird ihn ruhig stellen. Kann ich eine Zigarette haben, bitte? Ah, erst du. Konrad, es ist ein fabelhafter Junge, dass Sie das wissen. Er ist in gewisser Weise der Beste von uns, der Wertvollste. Er hat in seinem Leben nicht einmal etwas Böses getan. Dazu ist er unfähig, absolut unfähig. Am besten, Sie fangen von vorne an. Von vorne? Was ist das von vorne? Ich will wissen, wie es angefangen hat. Wissen Sie, das ist so. So sehe ich das. Eine Diskothek,
Es ist ein Ort, wo zwei Dinge miteinander verbunden sind. Musik und Leben. Keine quälenden Gedanken, keine Sorgen, die gehen weg. Durch die Füße gehen sie in den Boden, das wird man alles los. Musik und Tanz, das löst, das befreit. Das ist auch voller Hoffnung. Es drückt sich etwas aus, ganz ungewollt. Optimismus. Die ganz Jungen brauchen das am dringendsten. Den Glauben, Selbstvertrauen. Alles das, was man ihnen vielleicht später nimmt. Und da kommt so ein Kerl und gibt ihnen Heroin. Irmgard sagte mir, in der Damentoilette liegt jemand. Voll Age. Ich kannte das Mädchen. Ich weiß noch, wie sie zum ersten Mal kam. Neugierig. Es ist legitim, neugierig zu sein. Sie fiel mir auf, weil sie ein hinreißendes Lächeln hatte. Und so ein Scheißkerl gibt ihr Age. Was ist denn los hier? Wie hängen die da? Na, siehst du es nicht? Die ist voll. Die hat die Fix. Die muss Hilfe kriegen. Du musst wenn ich nicht zu spät ist. Du musst raus hier. Du musst aus dem Laden wegfallen. Wir müssen uns nicht leisten, eine Herointour hier zu haben. Was war mit an, Mensch, komm. Und ich sage, die muss zuerst raus hier. Auf meinen Krankenwagen. Nicht nötig, ich fahr sie. Bringen Sie in meinen Wagen. Ich fahr mit. Nicht nötig. Du musst im Lokal bleiben, es reicht, wenn einer wegfährt. Dann sonst irgendjemand. Irmgard, du. Du hörst doch, ich mach das alleine. Links der Isar ist das nächste Krankenhaus. Ich weiß, wo das ist. Ich habe dann angerufen vom Büro aus, habe gesagt, dass da jemand kommt mit einem Heroinnotfall, dass sie Bescheid wissen und alles vorbereiten, was nötig ist für eine Intensivbehandlung. Viel schneller als wir dachten, war er wieder da. Hast du sie ins Krankenhaus gebracht? Komm mal mit. Sie ist mir gestorben. Im Wagen. War plötzlich weg. Ich hörte nichts mehr. Da habe ich gehalten und gesehen, dass sie weg war. Was sollte ich denn machen, Mensch? Eine Tote im Wagen. Und dann habe ich sie in den Grünanlagen bei der Brücke. Im Gebüsch habe ich sie abgelegt. Abgelegt, sagte er. Abgelegt. So gut wie weggeworfen. Draußen, in den Grünanlagen, irgendwo bei der Brücke. Einfach weggeworfen. Da haben wir sie gesucht, woran er uns hindern wollte. Er sagte, wozu? Wozu? Ich hab sie! Die lebt ja noch! Die lebt! Fass mal mit an! Er hatte sie lebend weggeworfen. Wir haben sie in das Krankenhaus gebracht. Tut mir leid. Wäre sie zu retten gewesen eine Stunde früher? Die Chancen wären ungleich besser gewesen. Entschuldigen Sie mich bitte. Er hat das Mädchen auf dem Gewissen. Zweimal. Einmal, weil er ihr das Heroin gegeben hat. Das zweite Mal, direkt, unterlassene Hilfeleistung, die zum Mord geworden ist. Aus niedrigster Gesinnung. Ich stimme Ihnen zu, aber Ihre Geschichte ist noch nicht zu Ende. Nein. Wir haben uns getroffen, im Billardzimmer, Sie kennen es, bei Maria. Wir waren alle wie vor den Kopf geschlagen. Mord, das war Mord. Der Kerl hat sie umgebracht, kaltblütig umgebracht, weil sie ihm egal war. Sie war ihm so egal wie der Dreck unter seinen Fingernägeln. Und da kann man nichts machen? Ach,
Er wird sich auf Irrtum rausreden. Aber er hat dir das Heroin verkauft. Warst du dabei? Da wird man doch Zeugen finden. Wer soll denn das bezeugen? Die, die das Zeug brauchen, die küssen ihm doch die Füße. Ja und? Müssen wir uns damit abfinden? Mit diesen Dreckskerlen? Die alles nur kaputt machen, für die alles nur Dreck ist? Geld ist Geld. Der denkt doch nur an Geld. Für den ist Geld doch alles. Was erwartest du? Dass er vielleicht Ideale hat? Was für Ideale? Für den gibt's doch keine. Es kam plötzlich eine irre Diskussion in Gang. Was Leben wert ist. Wie viel oder wie wenig. Und dass es eigentlich immer weniger wert wird. Und dass man sich doch dagegen zur Wehr setzen muss. Dass wer dies hinnimmt, sich mitschuldig macht. Niemand kann sagen, ich habe damit nichts zu tun. Dass man sich also zur Wehr setzen muss gegen miserable Einstellungen dieser Art, mit denen wir alle nicht vorwärts kommen werden. Setzen Sie sich. Und wir müssen doch vorwärts kommen, wenn alles einen Sinn haben soll. Und wie wollten Sie sich zur Wehr setzen? Rolf, der Taxifahrer, hatte plötzlich seine Pistole auf den Tisch gelegt. Nein, Joe. Es ist meine Pistole. Ich mach's. Warum ausgerechnet du? Gib mir die Pistole, dann mach ich's. Ich habe keine Hemmung, den Typ umzubringen. Was soll denn schon Wissen passieren? Sie, zwei Jahre Knast, es war ein besonderer Moment. Wir haben uns alle in Hitze geredet. Jeder wollte zum Vollstrecker werden. Niemand, der sie von vornherein ausschließen wollte. Da sagte ich, gut, wir losen. Ich mach's. Gib her! Ich seh noch, wie sie da liegt. Ich seh sie noch genau vor mir. Es kommt nicht oft vor, dass man Sympathie hat für einen Mörder. Wir müssen seine Mutter benachrichtigen. Wenn sie keinen Anwalt weiß, sag ihr.
Hey.